Also ich kriege jetzt meine Haare gemacht, da kriege ich diese typische Tina-Welle rein. Und dann macht mich die Steffi noch ein bisschen frisch im Gesicht, damit ich auch vor der Kamera noch gut aussehe. Ja, aber so viel machen wir gar nicht, ne? Nö. Wir unterstreichen deine natürliche Schönheit. Nee, also nichts mit Lockenwickler zum Glück und ewig in der Maske sitzen, so 2 Stunden oder so. Mein Spiegelblick? Nein, natürlich nicht. Ich gucke einfach in den Spiegel. Manchmal gucke ich mir so lange in die Augen, dass ich Angst vor meinem Spiegelbild bekomme. Und dann kann ich ganz lange nicht mehr in den Spiegel gucken. Dein typischer Spiegelblick? Warte. Hier? Ja, eigentlich mache ich auch immer das hier. Ich kenne mir immer meine Augen kraulen. Oder? Ja, und die Wimpern. Und die Wimpernbürste, die ist auch toll. Die ist so, wenn die Wimpern verklumpt sind, dann kann man da einfach so durchs Auge. Und ja, dann trennt die Wimpern. Also, ich trage jetzt bei Tina ein bisschen Concealer auf. Erstmal gucken, ob hier die Wimperntusche weggebröselt ist. Das nehmen wir erst ein bisschen weg. Da muss man manchmal mehr oder manchmal weniger auftragen, je nachdem, wie viel Lisa schlafen durfte. Haben wir hier so schöne Brauntöne. Mit dem Hellen gehe ich immer so ein bisschen ins Augeninnere, damit es leuchtet und oben unter die Augenbrauen. 1000 Pinsel. Noch ein leichtes Hat das Eyeliner. Eigentlich einen bestimmten Grund, warum du das immer kopfüber dann hinstellst? Ja, man sagt, die trocknen so schnell aus. Und damit die nicht so schnell austrocknen, deckt man die dann so hin. Aber ob das funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Oh, die warten schon auf Lisa, wir müssen uns beeilen. So, und jetzt auch ein Set. Genau. Ich werde schön sehnsüchtig erwartet. Hey, wir haben. Ach, ich liebe Campen so. Den ganzen Tag Sonne, machen, was man will. Das ist der Hallo, Frau Heiko! Ah, hallo! Salut!